bin soweit startklar. Und ich glaube, Hamza hat gerade mega geschissen. Hast du Kacka gemacht? Das riecht hier nämlich ganz schön nach Kacka. Naja, weil er hat seit ein paar Tagen wieder nicht gemacht. Und es ist jetzt ganz gut, dass er es gemacht hat, bevor wir in den Flieger steigen. Weil ich glaube, sonst hätte der Flieger... Hast du Kacka gemacht? Ist der Strampler auch irgendwie ein bisschen zu klein geworden, ne, Olem? Passiert, wenn man sonst immer eine Unterlage drunter legt und gerade jetzt nicht. Wisst ihr, was viel schlimmer ist? Dass man einfach mal sagt, du Schatz, kannst du mal 5 Minuten auf Hamza aufpassen? Ich mache mich mal eben fertig. Hm? Was ist? Er scheißt sich voll. Und mein Mann, der merkt es nicht mal. Und dann, wenn ich ihm sage, was ist denn hier passiert? Kann man denn das nur nicht riechen und nicht hören und nicht merken? Ja, keine Ahnung. Dieses Unbeholfen. Jetzt muss ich ihn während dieses ganzen Stresses, wir sind echt schon fast ein bisschen spät dran, noch baden. Wenn man so ein Glück ist, ist es nicht im Flugzeug passiert, wie gesagt, weil sonst wäre wirklich eine kleine Katastrophe gewesen. Seht ihr das? Ich hasse das. Ey, wie kann eine Hose nur so dermaßen fusseln? Ich krieg die Krise, ey. Na, eigentlich habe ich noch einen Fusselroller hier zur Hand. Ich glaube, das lag jetzt einfach mal an dem Pullover. Ich habe jetzt den Bezug vom Bett abgemacht. Tja, Männer muss das jetzt noch selber beziehen. Ich werde jetzt Hamza noch eine Runde stillen. Ihr seht, er meckert schon ein bisschen. Ich komme. Ich habe jetzt hier die Trage und das Gute ist, die hat hier so eine kleine Tasche. Und dort habe ich jetzt einfach Reisepass und meine Ausweise drin und Handy und so weiter. Dann brauche ich nicht jetzt noch extra eine Tasche mitnehmen. Und noch zur Info, ich habe mir ein Hemdchen angezogen, damit ich einfach von der Seite aufmachen kann und stillen kann. Meine Jacke, meine Winterjacke ist sozusagen im Koffer. Und dann habe ich jetzt hier noch so ein Poncho, damit ich das nachher halt auch im Flugzeug dann für Hamza als Decke benutzen kann. Wir sind jetzt schon unterwegs. Irgendwie ist es immer so, wenn ich eine Flugreise habe, dass ich dann irgendwie vergesse zu frühstücken. Deswegen geht eins mit immer. Wir sind gerade im Abrasya-Tunnel. Es geht schneller, wenn wir durch den Tunnel fahren. Hamza ist auch eingepackt und ich hoffe, es läuft alles gut. Guten Morgen. Mama knuddelt hier schon mit Hamza eine ganze Weile. Guck dir mal die Puppi an, die Puppi, bitte mal die Puppi. Ja, und ich baue jetzt mal seine Wippe auf. Geil. Habe ich ja jetzt auch voll Lust am Morgen, ey. Durch die Zeitumstellung ist es ja jetzt hier noch relativ früh. Kurz vor 9. Na gut. So früh ist es auch nicht, aber also wir sind seit 8 Uhr wach. Naja, ne? Eine Baby-Björn-Wippe ist das jetzt nicht, ne? Ich kriege das irgendwie hier nicht reingeklemmt oder bin ich zu doof dafür? Das geht hier nicht rein. Naja, gut, das Spielbogen ist jetzt auch nicht gerade der perfekte, aber. Ich habe Cedar gestern gesagt, Cedar, kannst du mir bitte Windeln kaufen, damit ich jetzt hier morgens nicht noch mit 1000 Windeln rumhantieren muss, beziehungsweise so viel mitschleppen muss. Ich glaube, sie hat mir die falsche gekauft, oder? Diese hat sie mir jetzt geholt. Sieh mal, die sehen so klein aus. Also Hamza trägt ja auch Größe 3, aber die sehen so winzig aus. Naja, wir probieren das mal aus. Ja, Hamza chillt jetzt hier in seiner Wippe. Naja. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich von dieser Wippe haben halten soll. Sie wippt doch gar nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich würde jetzt hier mit Mama... Ui, Alhamdulillah. Ich würde jetzt hier mit Mama eine Runde frühstücken, weil Mama hat Spätschicht. Meine Mutter arbeitet ja im Krankenhaus. Ich habe mich gar nicht abgeschminkt. Und sie hat Spätschicht und deswegen können wir jetzt noch mal zusammen frühstücken. Auch dann muss ich zum Steuerberater heute. Schon gleich an Tag 1, geil, ne? Steuerberater. Und... Hier. Oma und Opa haben von mir die Anweisung bekommen, bitte sprecht Deutsch mit Hamza, weil er soll dann Oma und Opa in Deutschland dann auch mit der deutschen Sprache verbinden. Ja, mal gucken, wie gut das klappt. Ja, ansonsten freue ich mich erstmal wieder hier zu sein und ich merke aber jetzt schon, dass das alles hier so ein bisschen entspannter ist wie in Istanbul. Muss ich ehrlich zugeben, weil da ist es doch alles so ein bisschen stressiger. Und Leute, was ich vermisst habe, oh mein Gott, Mineralwasser mit so Medium-Kohlensäure, wo du dann auch mal schön auf Ex trinken kannst. Man trinkt nicht aus der Flasche. Ja, bei uns in der Türkei haben wir zwar Mineralwasser, aber da ist so viel Kohlensäure drin, dass du, wenn du einen Schluck nimmst, dass du so... Papa struggle mit dem Babybett. Das geht nicht. Ich glaube, das muss man nicht drücken, um damit es fest wird. Du merkst ja, da ist irgendwas zum Drücken da drin. Das Ding ist, man kann auch mal nicht eben den Bezug abziehen, um zu gucken, was da ist. Ich habe das Bett damals schon gehasst. Ich guck mal, ob ich im Internet eine Anleitung finde. Warte.
Mama wird uns umbringen. Wir haben das Babybett aufgebaut gekriegt. Ja, haben sie es wieder durchgedreht. Mit Snacks. Naja, mit Snacks muss man durch. Ich dachte, das ist nichts hier. Schade, naja, egal. Egal, schmeckt ja auch gut. Warte mal kurz. Heiß. Es schmeckt. Ich habe schon probiert. In meine Wohnung. Und da kam neue Fenster. Schmeckt. Lecker. Appetit. Ich war ja mit Julio kurz in der Stadt. Wir haben was Chinesisch gegessen. Wir waren beim Steuerberater. Dann waren wir kurz bei Bootly. Da habe ich kurz was eingekauft. Und jetzt baue ich hier mal den Kinderwagen für Hamza auf. Der andere ging ja gar nicht von Zehner, den sie mir ausgeliehen hat für einen Tag. So, ich baue das eben auf und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. So, das ist jetzt hier der Bonavie Kinderwagen. Ich darf jetzt natürlich nur die Babywanne benutzen, weil Hamza ja noch nicht selbstständig sitzen kann. Also es ist sehr gut, sehr robust, sehr stabil. Habe jetzt bis jetzt nichts einzuwenden. Muss sie natürlich einfach mal testen. Da war jetzt keine Bedienungsanleitung mit dabei, deswegen fehlen mir jetzt noch einige Gadgets. Ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie ich hier diese Wickeltasche, die auch übrigens sehr, sehr schön ist, wie ich die jetzt hier reinklinken kann. Keine Ahnung, muss ich einfach mal gucken. Fudi hat mir ein schönes Buch gegeben und zwar hat sie gesagt, lies das mal unbedingt durch. Das Geheimnis glücklicher Kinder. Und dann hat sie zum Beispiel gesagt, dort gibt es einen Artikel oder beziehungsweise ein Kapitel, der geht um das Mona Lisa Lächeln der Kinder, wenn die dann so lachen. So. Und die sagt, das ist einfach nur Eidern. Und Hamza spielt jetzt hier in seinem Kinderbettchen. Kuckuck. Kuckuck, William. Ja. Der ist gerade total glücklich hier. Und da haben wir hier einfach mal sein Reisebett aufgebaut. Das habe ich jetzt nicht. Das hatte Seda noch zur Verfügung. Und dann habe ich für Hamza noch ein 1-2-3-Minuten-Geschichten gekauft. Mein großer Vorleseschatz. Und zwar sind das halt immer nur so ganze Kurzgeschichten. So ein, zwei Seiten. So, was ihn jetzt nicht überfordert. Da ist er natürlich noch viel zu klein dafür, aber ich wollte auf jeden Fall ein Buch haben, was ich Ihnen dann auf Deutsch vorlesen kann. Wie man sieht, 14,99 €. Ich will es jetzt gar nicht mal umrechnen. Oh mein Gott. Ja. Ich muss definitiv mit dem Umrechnen aufhören. Ja, du bist so witzig, ey. Ja, ich darf einfach nicht mal umrechnen. Weil der Euro ist ja schon 4,5 Lira. Ey, 4,5 Lira, das muss man sich mal reinziehen, Papa. 4,5 Lira. Das ist eine Menge Geld. Wundert euch übrigens nicht, dass mein Papa die ganze Zeit mit mir zu Hause ist. Er hat leider seinen Daumen zerquetscht. Er hatte einen Arbeitsunfall und sein Daumen ist, ja, will ich mir gar nicht angucken. Jetzt ist er ein bisschen zu Hause, also falls ihr in den Vlogs Papa mal seht, dann wisst ihr auch warum. Hallo. Hallo. Willst du auch mit? Nein, danke. Ich war gerade einkaufen in der frühen Morgen mit Hamza. Und ich esse hier gerade mein Brötchen, deutsches Frühstück, Brötchen mit Gouda und Schrimm. Ich bin der Meinung, dass mein Mann das im Januar schon mal hier war und wir haben dann halt so Sachen gegessen wie hier Wildlachstörtchen oder Schrimps auf Brötchen. Und der hat uns nur angeguckt und hat das probiert und musste fast kotzen. Er sagte so, wie könnt ihr so einen Scheiß morgens denn schon zu euch nehmen? So ein, ja, sowas Herbes, ne? Oh, ich liebe das ja total, ne? Mir ist gerade wieder bewusst geworden, wie sehr mir das Ganze gefehlt hat. Was machen wir heute jetzt? Heute Abend gehen wir noch Dimsum essen. Durch die Zeitverschiebung war ich natürlich mit Hamza schon heute Morgen um 7 Uhr wach. Und hab ich mir gedacht, es war zwar Regen und Wetter, komm, wir gehen jetzt raus. In der Türkei hätte meine Schwiegermutter zu mir gesagt, bist du des Wahnsinns bei dem Wetter mit dem Kind rauszugehen? Das wird doch krank. Ich weiß, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin der Meinung, das härtet ab. Aber ich weiß nicht, I don't know.